1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das ist wirklich wert, ins Bewusstsein gebracht zu werden. Wir wissen, es gibt uns nicht ohne unsere älteren jüdischen Geschwister. Wie die Begegnung mit einer anderen Spiritualität die eigene bereichern kann. Juden und Christen haben sich lange Zeit übereinander definiert, haben sich in Abgrenzung definiert. Und dem etwas entgegenzusetzen, das wollen wir mit dieser Aktion tun. Und dass es diese Kultur des Miteinanders gibt, die Begegnung, die Gastfreundschaft, die Wertschätzung. Diese Plakataktion ist Teil dieser neuen Entwicklung, ist der Versuch, die Nähe, das Verbindende, was uns miteinander in Verbindung bringt, in Plakatform auszudrücken. Das ist eine ganz großartige Aktion, für die ich auch sehr dankbar bin. Die Initiative kam aus der EGPO, der Berliner Kirche. Wir sind Religion des Buches und wir sind Lesegemeinschaft und Auslegungsgemeinschaft. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jüdisch-christliche Bibelwochen haben. Ich persönlich kann nur staunen über das, was in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist zwischen Juden und Christen. Es gibt uns auch nicht ohne unsere jüdischen Ursprünge und dieses jüdische Erbe.